Hallo ihr Lieben, heute ist Heiligabend und ich wünsche euch allen erstmal fröhliche Weihnachten und einen fleißigen Weihnachtsmann. Ich habe mir überlegt, das Jahr neigt sich dem Ende und ich muss einfach mal Bücher aussortieren. Ich habe so viele Bücher hier rumfliegen, die ich in meinem Leben sowieso nicht nochmal lesen werde oder wo ich mir inzwischen denke, die liest du sowieso nicht und die möchte ich jetzt aussortieren. Und ja, was ich mit den ganzen Büchern mache, weiß ich noch gar nicht so genau. Das werde ich dann sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt mit den Büchern, die ich aus meinem Regal schmeiße. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit einer Reihe, die ich inzwischen schon verkauft habe. Und zwar die Everflame-Reihe von Josephine Angelini. Ich habe auf mein Video mit den beendeten Buchreihen hin eine Anfrage bekommen, ob ich die Reihe denn aussortieren möchte. Und da habe ich mir gedacht, jo, ich wollte sie sowieso aussortieren und deswegen habe ich sie gleich abgegeben. Und ja, diese Reihe bin ich schon mal los, aber sie gehört halt eigentlich noch mit in dieses Video. Deswegen auch hier an dieser Stelle sei erwähnt, Everflame von Josephine Angelini ist bei mir rausgeflogen. Die nächsten Bücher, die bei mir rausfliegen, ist auch eine komplette Reihe. Und zwar die Kalendergirl-Reihe von Audrey Carlin. Ich hatte es in meinem beendeten Reihenvideo schon erzählt, diese Reihe hat bei mir ein Trauma hinterlassen. Gerade dieses letzte Buch hier. Also das war so krass, was da abging und was da beschrieben wurde. Ich möchte diese Bücher nicht mehr haben, ich möchte sie nicht mehr besitzen. Ich werde diese Bücher nie wieder lesen und deswegen fliegen sie auch raus. Und ja, Kalendergirl von Audrey Carlin. Ich möchte sie nicht mehr haben. Das waren jetzt auch schon die kompletten Buchreihen, die ich habe. Machen wir weiter mit den Einzelbänden, ersten Teilen, was auch immer. Ich greife jetzt einfach mal hier rüber. Und zwar, was auf jeden Fall wieder ausziehen wird, ist Pygmalion, perfekt unverliebt von Glennon Miller. Es war einfach nicht mein Buch. Es ist sehr, sehr schade. Ich habe dieses Buch sogar mit Signatur. Und da steht auch mein Name drin. Aber ja, dieses Buch war absolut nicht meins. Und ich fand es einfach nur doof. Und ich möchte es nicht mehr haben. Deswegen fliegt es raus und tschüss. Dann fliegt auf jeden Fall auch wieder raus Pandora, wovon träumst du, von Eva Siegmund. Ich habe dieses Buch ja auch von Niki geschenkt bekommen letztes Jahr und ich glaube, ihr hat es ganz gut gefallen beim Lesen, aber es war jetzt auch nicht so eine Geschichte, die sie tausendprozentig überzeugen konnte. Mir hat es ja nun gar nicht gefallen und deswegen fliegt Pandora, wovon träumst du, auf jeden Fall wieder raus. Das nächste Buch sortiere ich aus, obwohl es mir richtig gut gefallen hat. Und zwar im siebten Jahr die Weltenspieler von S.J. Kincaid. Diese Reihe ist einfach nicht weiter übersetzt worden. Es gibt nur den ersten Band und das war's. Und es ist eine Trilogie eigentlich. Und ja, was soll ich mit dem ersten Band, wenn die Reihe nicht weiter übersetzt wird? Und es nervt mich. Aber was soll ich machen? Ich habe mir gedacht, wenn irgendein Verlag die Reihe nochmal übersetzen wird, machen die sowieso wieder neue Cover und dann werde ich es mir sowieso nochmal kaufen. Deswegen fliegt Insignia, die Weltenspieler, wieder raus, obwohl ich es richtig, richtig gut fand und sehr, sehr mochte. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Buch soll. Machen wir weiter mit zwei New Adult Büchern, nämlich Für immer Ella und Micha und das Geheimnis von Ella und Micha oder Maika oder whatever, wie der nun ausgesprochen wird. Ich habe diese Bücher auch von Annika mal mitbekommen und sie hat sie damals sehr, sehr gemocht beim Lesen. Ich fand sie nicht so gut, also ich fand sie sehr langweilig und es war nicht meine Geschichte und ja, deswegen fliegen Ella und Micha auch wieder mit hier raus. Ich weiß, dass ich beim Lesen nur gedacht habe, es ist nicht Jaylin, es ist nicht Samantha Young. Und ich glaube, für Einsteiger in das New Adult Genre sind diese Bücher richtig gut, weil die halt auch, was das Sexuelle betrifft, ganz, ganz reduziert sind. Aber für alle anderen, die halt schon sowas in der Richtung gelesen haben, würde ich die halt weniger empfehlen, weil sie dann halt doch anderen Büchern gegenüber so für mein Empfinden zu langweilig einfach sind. Das nächste Buch habe ich letztes Jahr mit in einem Paket bekommen, wo es um den Welttag des Buches geht, nämlich About a Boy von Nick Hornby. Und ich hatte mich damals richtig gefreut, dass ich das Buch bekommen habe, weil ich den Film auch sehr, sehr mag. Also hier Tag der Toten Ende. Und ja, aber das Buch redet nicht mit mir und wenn ich mir das jetzt so angucke, spricht es mich auch überhaupt nicht mehr an. Deswegen fliegt About a Boy auch wieder raus, ungelesen und ja, nein, ich möchte es einfach nicht mehr haben. Das nächste Buch hatte ich mir gekauft, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Und zwar Schattentraum von Mona Kasten, Mitten im Zwielicht. Das ist der zweite Teil der Schattentraumreihe. Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich den zweiten Teil gekauft habe. Ich habe die anderen alle als E-Books. Ich habe den zweiten auch als E-Book. Deswegen weiß ich echt nicht mehr, warum ich den zweiten als Taschenbuch nochmal gekauft habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich das nicht. Ich werde mir die anderen nicht kaufen. Deswegen fliegt es weg und ja, ungelesen. Also und tschüss. Das nächste Buch war auch eine Fehlschenkung. Ich habe dieses Buch zum Geburtstag mal bekommen. Das ist Misty Falls von Joss Stirling und das ist das englische Buch. Ich habe es damals von Freunden bekommen und die haben irgendwie nicht mitgekriegt, dass es englisch ist. Und ja,
Ich lese kein Englisch. Ich bin da nicht gut drin im Englisch lesen und Misty Falls ist auch der vierte Teil der Reihe. Also ja, ich brauche dieses Buch nicht. Deswegen, tada, weg damit. Also Misty Falls zieht auf jeden Fall in der englischen Version auch wieder aus. Das nächste Buch habe ich auch mal von der Nikki irgendwann mal mitbekommen und zwar Thirds, Verraten und Verkauft. Das ist ein Gay-Roman und Nikki meinte, sie hat es doppelt bekommen und ob ich das mal testen möchte und ich so, ja klar, gib mal rüber, schick mal her. Aber ich glaube, Gay-Romane sind nicht meins. Also ja, deswegen wird dieses Buch auch ungelesen wieder ausziehen und ja, ich brauche es nicht, deswegen... Ich werde es nie lesen, das wird hier ewig rumsuppen. Deswegen gucke ich mal, dass ich jemanden finde, den das vielleicht interessiert und der das gerne haben möchte. Das nächste Buch habe ich auch irgendwann mal mit reduziert gekauft. Und ich habe damals gedacht, ja, das klingt eigentlich ganz interessant. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, denke ich mir so, boah, nee. Es ist aber auch schon bestimmt 2 Jahre her oder so, wo ich das gekauft habe. Und zwar Die Blutgabe von Franca Rubus. Und da geht es um Vampire. Und ja, ich... Spricht mich so überhaupt nicht mehr an. Also, nee, ich will es nicht mehr lesen und ich will es nicht mehr haben. Bei dem nächsten Buch ist es so, dass ich von der Autorin ein anderes Buch gelesen habe und ich das überhaupt nicht gemocht habe und mir das absolut zu kindisch war und zu kindlich von der Art und Weise her, wie die Geschichte erzählt wird. Und der Schreibstil war auch nicht meins und deswegen möchte ich dieses Buch jetzt auch nicht mehr lesen. Und zwar ist das Der Kuss der Göttin von Evelyn Pike. Ja, ich habe Elfenkuss gelesen von ihr und ich mochte es so lala. Es ist dann auch gleich wieder ausgezogen. Aber ja, Der Kuss der Göttin spricht mich nur so überhaupt nicht mehr an, weil mir das andere so überhaupt nicht gefallen hat. Und deswegen fliegt es jetzt auch wieder raus, ungelesen. Ich hatte das mal bei Medimops mitbestellt. Also das war jetzt auch kein teures Buch. Von daher ist das nicht tragisch, aber was soll ich damit? Ich werde es sowieso nicht lesen. Das nächste Buch habe ich gelesen. Es war jetzt aber keine Geschichte, die mich so 1000%ig überzeugen konnte. Und ich werde diese Geschichte nie wieder lesen in meinem Leben. Deswegen fliegt dieses Buch jetzt auch raus. Und zwar Asche und Phönix von Kai Meier. Wie gesagt, es war eine süße Geschichte, aber sie hat mich jetzt nicht 1000%ig überzeugt. Und ja, es war nett, aber es war halt so Mittelmaß, würde ich sagen, bei der Geschichte. Ich habe halt das Problem, dass ich nicht so mega viel Platz habe und ich deswegen regelmäßig aussortieren muss und ich möchte wirklich nur noch die Bücher behalten, wo ich auch weiß, die lese ich nochmal und die mag ich und die liebe ich und deswegen möchte ich die behalten und der Rest fliegt jetzt einfach hier raus. So, Punkt. Alle Bücher, die ab jetzt kommen, sind Rezensionsexemplare. Also die habe ich mal als Rezensionsexemplar bekommen und ich sortiere die jetzt auch wieder mit aus. Fangen wir an mit An manchen Tagen muss man einfach zuckern von Tamara Mataya. Das war eine richtig süße Liebesgeschichte und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Aber es ist keine Geschichte, die ich jetzt zwingend zu Hause haben muss und die ich jetzt auch nicht nochmal lesen werde. Deswegen wird dieses Buch ausziehen. Hier habe ich schon jemanden, der es haben möchte. Das kriegt die liebe Nikki. Und ja, wenn Nikki das haben möchte, dann kriegt sie das auch und deswegen trete ich es an sie ab. Das nächste Buch war das Buch, was mich im März in den Wahnsinn getrieben hat. Ich hatte Broken Hearts, den dritten Teil, angefragt und habe stattdessen das hier bekommen und ich dachte nur so, hä, was ist das denn? Und am Ende kam raus, dass das Buch und das von Broken Hearts die gleiche ISBN-Nummer oder irgendeine Nummer auf jeden Fall bis auf eine Zahl gleich war und die deswegen versehentlich das Buch an mich geschickt hatten. Und ja, ich habe Vor Schmetterlingen wird gewarnt gelesen. Es war auch eine süße Liebesgeschichte. Es geht hier um eine Protagonistin, die als Kind ein bisschen gehänselt wurde, weil sie immer etwas dicker war. Und sie hat sich in den heißesten Typen der ganzen Schule verliebt. Und naja, wie das dann halt so ist, ne? Und 10 Jahre später treffen die beiden dann aufeinander. Und sie hat sich verändert und er hat sich verändert. Und ja, es war wirklich eine ganz, ganz süße Geschichte. Und ich habe sie auch sehr, sehr gemocht. Aber auch das Buch werde ich nicht nochmal lesen. Deswegen zieht es auch mit aus. Bei dem nächsten Buch hatte ich in mein angefangene Buchreihenvideo schon gesagt, dass ich diese Reihe erstmal rausschmeiße und nicht weiterlesen werde. Und zwar ist das hier Neue Liebe in Sunshine Valley. Das ist die Vineyard-Reihe. Das war auch eine süße Liebesgeschichte, aber es war auch keine Liebesgeschichte, die mich 1000% überzeugen konnte. Und deswegen fliegt dieses Buch auch wieder raus. Ich werde die Reihe auch erstmal nicht weiterlesen. Dafür habe ich zu viele angefangene Reihen, die viel, viel besser sind und die ich viel, viel lieber weiterlesen möchte. Und ja, deswegen fliegt der zweite Teil der Vineyard-Reihe auch wieder mit raus. Das nächste Buch ist Um die Ecke geküsst von Mac Cabot. Das war auch eine süße Geschichte, aber hier hat mich einfach gestört, dass dieses ganze Buch aus E-Mails bestanden hat.
Und das war einfach nicht meins. Ne? Also es ist ein sehr, sehr dickes Buch, aber durch diesen ganzen E-Mail-Verkehr, der hier in diesem Buch drin ist, liest sich das Buch extrem schnell. Also es sind auch hier teilweise solche Seiten, die nicht komplett gefüllt sind, wo mir nur so ein paar Absätze stehen. Und ja, man hat es wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Und es wäre echt eine richtig, richtig coole Geschichte geworden. Die Geschichte hätte mir richtig gut gefallen, wenn diese Art und Weise, wie die Geschichte erzählt worden wäre, nicht so gewesen wäre, weil das war so überhaupt nicht meins und deswegen zieht um die Ecke geküsst auch wieder mit aus und ja, ich brauche es nicht. Ich werde die anderen Teile davon nicht lesen und deswegen weg. Weg, weg, weg. Bei dem nächsten Buch hatte ich auch in meinem angefangenen Reihenvideo schon gesagt, dass ich diese Reihe nicht weiterlesen möchte. Und zwar Soulmates von Bianca Iosimoni. Das war so ein Jugendbuch, was mir einerseits gut gefallen hat, andererseits aber auch sehr genervt hat. Ich fand die Liebesgeschichte in diesem Buch nicht gut. Ich habe echt gedacht, boah, seid doch lieber auf gute Freunde, bevor ihr hier eine Liebesgeschichte erzwingt. Und das hat mich schon arg gestört beim Lesen. Und wie gesagt, je länger ich drüber nachgedacht habe, umso weniger interessiert es mich auch, wie diese Geschichte weitergeht. Deswegen fliegt Soulmates, flüsterndes Licht von Bianca Iosimoni hier auch wieder raus. Bei dem nächsten Buch dürfte jedem klar sein, der mein Video gesehen hat, dass es ausziehen muss. Und zwar Cold Wolf City von Mona Kasten. Ich war mega enttäuscht von der Geschichte. Ich habe mir so viel davon versprochen, gerade nachdem ich die Again-Reihe gelesen habe und so gemocht habe. Und dann kommt Cold Wolf City und ich denke mir einfach nur so, boah, was für ein Scheiß. Und ja, war auch nicht mein Buch. Ich mag das Cover wirklich sehr. Ich finde es richtig, richtig toll, aber was soll ich mit einem Buch, was ich sowieso nie wieder lesen werde? Und deswegen fliegt Cold Wolf City auch wieder raus. Drei Bücher haben wir noch und das nächste Buch habe ich jetzt erst vor kurzem gelesen. Und zwar Mit allem, was ich habe von Jodie Ellen Malpass. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen am Anfang die Geschichte. Aber nach der ersten Hälfte in dem Buch ging es steil bergab und ich mochte es überhaupt nicht mehr. Und ich fand die Geschichte doof und ich fand das zwischen den beiden nicht mehr so richtig gut. Und ja, ich will es auch nicht mehr haben, deswegen fliegt mit allem, was ich habe, auch raus. Dann habe ich hier noch Rat der Neuen von Veronica Roth und ich bin bei diesem Buch echt immer noch zwiegespalten. Einerseits im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich gar nicht so verkehrt, aber das Worldbuilding war Mist. Die Charaktere waren nicht hundertprozentig gut ausgearbeitet. Die Beschreibungen waren absolut schlecht in diesem Buch. Also die Szenenbeschreibung, wie auch die Beschreibung der Orte oder der Sachen oder alles. Also das hat alles nicht funktioniert. Die Handlung war so lala. Also das war ein Buch, was hinten und vorne nicht gepasst hat, aber einerseits mochte ich es trotzdem irgendwie. Also das ist ganz schwer zu beschreiben bei dem Buch, aber ich habe mir jetzt gedacht, komm, du liest den zweiten Teil garantiert nicht und deswegen fliegt Rat der Neuen von Veronica Roth auch wieder mit raus. Und das letzte Buch, was ich aussortiere, hat mir auch gut gefallen, aber auch hier weiß ich, ich werde dieses Buch in meinem Leben nicht mehr lesen und deswegen denke ich, wird sich wahrscheinlich wer anders mehr drüber freuen und zwar Der Prinz der Elfen von Holly Black. Wie gesagt, es war eine richtig coole Geschichte mit einem ganz unerwarteten Ende und ich mochte es sehr, aber nee, ich werde es nicht mehr lesen und deswegen fliegt dieses Buch auch wieder raus. Wie gesagt, ich brauche Platz im Regal. So, das waren alle Bücher, die bei mir aus den Regalen rausgeflogen sind. Ich werde jetzt gucken, dass ich die Bücher an meine Freundinnen verteile. Wer da noch was haben möchte, der kann das gerne haben. Und die Rezensionsexemplare, für die ich keine Abnehmer finde, werde ich sicherlich irgendwann mal mit verlosen. Vielleicht als Trostpreis oder so, müssen wir mal gucken. Die werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen, denn sowas macht man nicht. Man verkauft keine Rezensionsexemplare. Und ja, alle anderen Bücher, die jetzt noch von mir sind, entweder nimmt die mir auch jemand von meinen Freundinnen ab oder ich stelle sie in den Bücherschrank oder ich gucke, dass ich sie in irgendwelchen Büchergruppen verkauft kriege, muss ich mal gucken. Aber ja, das sind auf jeden Fall einige Bücher gewesen, die jetzt rausfliegen und ich habe jetzt etwas mehr Platz wieder in meinen Bücherregalen, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, jetzt können wieder neue Bücher einziehen und ich freue mich da schon sehr drauf. Nächste Woche kommt dann noch ein Video über Bücher, die ich 2018 unbedingt haben möchte. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall viel Platz im Regal. Und wenn euch das interessiert, dann schaut nächste Woche auf jeden Fall in meinem Video vorbei. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.